Namaste, herzlich willkommen. Ich heiße Julia und heute haben wir eine neue Praxis zusammen. Heute werden wir diese Praxis dem Rücken und der Wirbelsäule widmen. Die Wirbelsäule steht im Yoga im Mittelpunkt und wird fast in alle Haltungen einbezogen. Das, was in alter traditioneller Literatur als Sushumna Nadi, also ein energetischer Kanal, durch den die Energie nach oben fließt, ist extrem wichtig in Yoga. Ja, wir wollen, dass unser Körper, unser energetischer Körper auch frei ist, ohne Blockaden, ohne Verspannungen, und dass die Energie überall frei kommen kann. Und heute werden wir uns extra Zeit nehmen, die Wirbelsäule in alle Richtungen zu beugen, neigen, drehen und neue Empfindungen erforschen. Fangen wir gleich an. Wir fangen an im Sitzen, im Schneidersitz. Schiebt ein bisschen die Gesäßmuskeln nach hinten. Findet die Sitzbeinhöcke, richtet das Steißbein nach unten, aber unteren Rücken nach vorne. Streckt die Wirbelsäule über den Scheitel hoch und machen wir alle zusammen einen Kreis mit den Schultern nach vorne, nach oben, nach hinten und nach unten. Schulterblätter zusammen und ziehen uns zum Becken. Macht die Augen zu. Ein paar Momente, um einzustimmen und uns vorbereiten für Yoga-Praxis. Entspann das Gesicht, Hinterkopf und Schultern. Entspann das Becken, Oberschenkel und Füße. Mit dem nächsten Einatmen streckt die Wirbelsäule noch etwas höher nach oben. Spüre diese Dehnung in dem ganzen Rücken. Ausatmen, entspannt euch, ohne nach unten zu sinken. Die Dehnung bleibt. Noch zweimal. Tief einatmen, nach oben strecken. Tief ausatmen, diese Dehnung mit dem Selbst integrieren und bleiben. Noch einmal aus dem Becken nach oben und ausatmen. Es ist eine feine Bewegung, von außen kann man das nicht sehen. Und drei tiefe Ein- und Ausatmungen, indem wir mit dem Einatmen erst Bauch nach oben schieben, dann die Rippen auseinander gehen und dann die Brust hebt sich. Also tief ein, Bauch, Rippen, Brust und tief aus. Schlüsselbeine sinken nach unten, Rippen kommen zusammen und Bauchnabel zur Wirbelsäule. Tief ein, spür die Weite, die Erweiterung in dem ganzen Körper und tief aus. Und noch einmal tief ein. Und aus. Gebt euch eine innere Erlaubnis, diese Zeit nur dem Körper zu widmen. Und bringt das Kinn zur Brust,
Wir fangen an mit sanften halben Kreisbewegungen mit dem Kinn zur linken Schulter und zur rechten. Linke und rechte. Folgt den Atem. Folgt die Bewegung mit der Achtsamkeit. Und jetzt noch volle Kreise nach oben. Und wenn das Kinn unten ist, dann wechseln wir die Richtung sofort. Warmen heute Nackenwirbelsäule so. Tief einatmen. Tief ausatmen. Und die ganze Zeit sich aus dem Becken ziehen. Und kommt zur Mitte, hebt das Kinn, streckt die Wirbelsäule, einatmen, Schulter hoch zu den Ohren, ausatmen nach unten, so weit es kommt. Hoch und runter. Als ob die Schulterblätter so rutschen nach oben und nach unten. Und nach oben und nach unten. Und merkt, was passiert, wenn die Schultern nach oben kommen. Vielleicht kommen irgendwelche Emotionen dabei oder Gedanken. Und wenn nach unten. Und jetzt Schultern nach vorne. Ja, gewöhnliche Bewegung. Und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Soweit es kommt, ja. Der Bewegungsumfang kann ziemlich klein sein. Und jetzt einen Kreis nach vorne. Einige Kreise selbstverständlich. Und nach hinten. Schulterblätter zusammen. Hände auf Knien, mit dem Einatmen schieben wir die Brust nach vorne, öffnen den Nacken. Ausatmen, Steißbein, Kreuz, Schulterblätter auseinander, komplett rund am Rücken. Einatmen nach vorne, ausatmen nach hinten. Noch einige Male wärmen wir die Wirbelsäule auf. Wenn es irgendwelche Probleme gibt mit Bandscheiben, ja, Vorwölbungen oder Vorfälle oder etwas, bitte, und ihr nicht sicher seid, ob ihr etwas machen könnt oder nicht, bitte kommt zu einem Spezialist, zu einem Arzt oder Kinesiolog oder jemand, der euch individuelle Empfehlungen geben kann. Und seid sehr aufmerksam zu euch selbst. Streckt die Wirbelsäule, Arme kommen hoch, nimm die Ellbogen, Schultern nach unten und die vorderen Arme ziehen uns nach hinten, wir wachsen hoch. Einatmen, aus dem Becken sich nach oben ziehen. Ausatmen, nach rechts neigen, rechte Ellbogen kommt zum Boden, also soweit es kommt zum Boden. Und wir drehen die Brust nach oben. Einatmen. Ausatmen. Und einatmen, Mitte. Ausatmen, nach links, linke Ellbogen nach unten. Wir neigen den Körper sanft und ein bisschen und rotieren gleichzeitig die Brust nach oben. Tief ein. Vordere Arme die ganze Zeit nach hinten uns ziehen. Tief aus, rechte Hüfte bleibt in der Matte verwurzelt.
Und komm zu mir, entspann die Arme. Und jetzt noch etwas tiefer. Rechter Arm nach unten, Schulterblätter zusammen und den Körper nach unten neigen. Nach rechts, Seitneige. Linke Daumen nach hinten, Brust nach oben und vielleicht rechter Ellbogen kommt zur Matte. Tief ein und aus. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, andere Seite. Linke Hand kommt nach unten, Schulter nach außen rotiert. Rechte Hand zieht uns nach links und Schulter nach hinten. Tief ein und vielleicht linke Ellbogen kommt nach unten. Atme tief, bleibt hier. Einatmen, beide Arme kommen hoch. Nehmen wir wieder die Ellbogen, Schulterblätter zusammen, tief einatmen, sich zwischen Steißbein und Scheitel ausdehnen und mit dem Ausatmen nach rechts drehen zu, mit dem Bauch, mit der Brust zur rechten Oberschenkel und hier bleiben. Tief einatmen, Schultern nach unten, ausatmen, drehen. Und tief ein, aus, einatmen, komm zur Mitte, streck die Wirbelsäule und ausatmen nach links, aus der Körpermitte, wir drehen uns nach links, Schulter bleiben nach unten gezogen, Scheitel nach oben. Einatmen, hochwachsen, mehr Platz schaffen und ausatmen, drehen. Einatmen, kommt zur Mitte und jetzt noch etwas höher. Linke Hand auf rechter Oberschenkel, rechte Hand hinter den Hüften, Schultern nach außen, Scheitel nach oben. Und jetzt, wenn rechte Hand uns als Hebel hilft, dann können wir uns noch etwas weiter drehen. Aber bis es angenehm ist. Ja? Wir spielen mit unserer Grenze, aber wir wollen sie nie überschreiten. Wir wollen nie etwas machen, wofür der Körper heute nicht bereit ist. Mit dem nächsten Einatmen bringt die Arme hoch, ausatmen, andere Seite, Drehung nach links, Schultern nach unten, Schulterblätter zusammen, einatmen, mehr Platz zwischen Wirbeln schaffen und ausatmen, sich drehen. Wieder die Bewegungen sind ziemlich fein. Kann sein, dass man sie von außen nicht sieht, aber von innen sind sie sehr spürbar. Mit dem nächsten Einatmen bringt die Arme hoch und bringt die Hände nach unten, streckt die Beine nach vorne, schüttelt sie. Ein bisschen, bringt die Füße nah bei dem Becken und hebt euch auf Füße mit der Hilfe der Hände. Hier schiebt das Gewicht zu Fußballen, zu den Zehen. Atme tief ein, Wirbelsäule ausdehnen. Und mit dem Ausatmen bringen wir die Ferse nach unten, Bauch bleibt auf Oberschenkel. Einatmen, wieder kommen zum Sitzen, zu balancieren. Ausatmen, Ferse nach unten.
Einatmen, sitzen. Und ausatmen, Vorbeuge. Und wir bleiben hier. Die Knie sind ziemlich stark gebeugt. Die Füße parallel zueinander. Und es gibt ein bisschen Raum zwischen Füßen. Nehmt die Ellbogen und entspannt euch. Hier schiebt den Oberkörper nach links und nach rechts. Und kommt in die Mitte. Versuchen wir jetzt, Steißbein nach oben zu bringen. Bauch bleibt auf Oberschenkel. Ja, wir haben die Beine noch nicht aufgewärmt. Mit dem nächsten Einatmen bringt die Hände auf Schienbeine, schiebt die Brust nach vorne, Schulterblätter zusammen, Schultern zum Becken gezogen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, Rücken so flach wie möglich, Bauchnabel ein. Ausatmen, Vorbeuge. Und einatmen, halbe Vorbeuge. Hier ausatmen. Streckt die Arme seitlich. Und hebt euch hoch, kommt zum Stehen. Arme kommen hoch. Und ausatmen, Hände sinken nach unten. Kommt zur Grätsche. Die Füße sind so ungefähr ein Meter oder sogar breiter und dreht rechten Fuß nach rechts, nach vorne und linke Ferse etwas nach hinten. Ja, linke Zehen zeigen nach vorne. Wir werden in Trikonasana Dreieck kommen, aber wir wollen hier nicht Hüftgelenke öffnen, sondern wir wollen auf Rücken Kräftigung und Wirbelsäule arbeiten. Deswegen Steißbein nach unten, Lendenwirbelsäule absolut flach. Beide Kniescheiben sind hochgezogen. Streckt die Arme seitlich, Schultern nach unten. Und jetzt fängt an, mit der rechten Hand nach rechts zu ziehen und den Körper nach unten neigen. Dabei rechte Hand kommt nicht auf der Matte, sondern bleibt auf Unterschenkel nahe bei dem Knie und linke Hand kommt nach oben, Schulterblätter zusammen und wir versuchen linke Hüfte nach hinten zu schieben und die Brust nach oben zu rotieren. Der Körper bleibt auf einer Ebene, wir rotieren, wir drehen uns nicht nach vorne, der Körper bleibt in einer Ebene flach. Alles ist aktiv, Beine sind ziemlich stark, aber kein Gewicht auf Zehen. Merkt die Dehnung in der ganzen linken Seite. Atme tief ein, Scheitel noch etwas nach rechts kommt. Und mit dem Ausatmen bringt linke Hand nach unten, beide Hände auf beide Seiten von rechtem Unterschenkel oder auf dem rechten Unterschenkel. Ja, lass uns alle hier sein. Wir machen einen kleinen Schritt mit dem linken Fuß nach vorne und ein bisschen breiter, also hopp, so dass wir stabil hier stehen können. Alle Zehen zeigen nach vorne, rechte Hüfte nach hinten, linke Oberschenkel nach innen, Schulterblätter zusammen und in Lendenwirbelsäule hier, es ist gleichzeitig kein runden Rücken, aber auch gleichzeitig kein Hohlkreuz, also es ist komplett flach. Schulterblätter zusammen und die Brust auch gleichzeitig nach vorne,
aber untere Rippen nach unten. Spielen in diesem Wechselspiel des Yogas. Und jetzt linke Handrücken kommt auf Außenseite von rechten Unterschenkel oder sogar Oberschenkel und rechte Hand kommt hoch und wir drehen uns leicht nach rechts. Das ist ziemlich schwierige Haltung. Und Schulterblätter zusammen, rechte Hand nach oben, Bauchnabel leicht einziehen, aber an sich Bauch ist entspannt hier. Und sink die rechte Hand auch nach unten. Kommt zur Mitte, bringt die Füße wieder auf eine Linie miteinander. Zehen sind leicht nach innen rotiert. Einatmen, nach vorne ziehen und ausatmen, entspannt den Rücken. Lässt das nach unten sinken. Merk den Herzschlag. Schüttelt leicht den Kopf. Vielleicht nimm die Ellbogen und wieder nach links und nach rechts durchbewegen den Körper. Nach vorne, nach hinten, aber soweit es angenehm ist. Und bring die Hände unter die Schultern. Einatmen nach vorne. Ausatmen. Arme seitlich ausstrecken. Und heben wir uns hoch, tief einatmen. Und ausatmen, Hände nach unten grätschen. Jetzt linke Fuß rotiert nach links und linke Ferse ist ungefähr in der Mitte von dem rechten Fuß. Rechte Ferse etwas nach hinten, Steißbein nach unten, beide Kniescheiben hochgezogen, Zehen entspannt. Streckt Arme seitlich über den Scheitel nach oben. Arme sind aktiv und ziehen uns, die Finger ziehen uns die ganze Zeit seitlich. Und wir schieben das Becken nach rechts, linke Hand nach links. Und neigen den Körper nach unten hier. Wir bleiben in einer Ebene. Rechte Hand kommt hoch, Schulterblätter zusammen und merkt, dass die Brust und Bauch nicht nach unten fallen, dass wir bleiben hier flach. Eine Wand vor uns, andere Wand hinter uns. Einatmen, Scheitel nach links, Brust nach oben. Und mit dem Ausatmen sinkt rechte Hand nach unten. Bewegt rechten Fuß näher und etwas breiter. Linke Hüfte jetzt kommt nach hinten und rechte Oberschenkel nach innen. Beide Hände sind auf Unterschenkel. Scheitel nach vorne, tief einatmen. Ausatmen hier, jetzt. Sogar wenn man das von außen nicht sieht, heißt nicht, dass es gibt keine aktive innere Arbeit, in der am Steißbein die ganze Zeit nach hinten streckt, Scheitel nach vorne, Arbeit mit dem Atem, Arbeit mit der Konzentration.
Und jetzt rechte Hand rücken kommt auf linke Unterschenkel. Linke Hand hoch. Und ausatmen, hopp, vielleicht die Füße etwas breiter stellen, sodass wir aus dem Gleichgewicht nicht kommen. Aber wenn es passiert, dann einfach hochheben und noch einmal sich ausrichten. Tief einschalten nach vorne. Atmen nicht vergessen, es hilft. Und beide Hände kommen nach unten. Drehen wir uns jetzt zur Mitte. Ich muss sagen, das Parivrita Trikonasana ist ziemlich schwer für mich. Wie alle Drehungen. Einatmen hier. Bringt die Hände jetzt hinter dem Rücken. Wenn möglich, dann bringt die Handfläche zusammen, verschränkt die Finger. Und neigen wir den Körper hier, dabei auch ein bisschen die Schulter ausdehnen. Und bring die Hände nach unten. Wunderbar. Einatmen, Scheitel nach vorne, Bauchnabel ein. Und Fersen. Zehen kommt zum Sitzen. Okay, vielleicht ein bisschen breiter die Füße. Kommt zum Sitzen, zu Malasana. Wenn möglich, wenn die Fersen nicht den Boden erreichen, dann gerollte Tuch, Kissen, etwas, was wir unter Fersen reinlegen können und uns dabei hier halten. Die Ellbogen sanft drücken, die Knie sanft, ja, ein bisschen. Schulterblätter zusammen, Scheitel nach oben und sich so zwischen Steißbein und Scheitel ausdehnen, die Brust nach vorne schieben. Ausatmen. Entspannt jetzt etwas den Druck von Ellbogen, bringt rechte Hand vor rechte Oberschenkel und linke Hand hoch, Schulter nach unten. Die Brust jetzt wieder nach oben rotieren. Ausatmen, entspannen. Tief hier ein. Und ausatmen, linke Hand nach vorne. Jetzt linke Hand vor linker Oberschenkel. Rechte Hand hoch. Schulterblätter zusammen. Und tief ein. Brust nach oben, tief aus, noch einmal hier tief ein und ausatmen, beide Hände nach unten, noch einmal ausdehnen und ausatmen, bringt das Becken, das Gesäß vollständig auf der Matte, dreht euch und kommt zum Liegen. Kommt zum Liegen, streckt die Arme seitlich und bringt jetzt untere Rücken absolut flach auf der Matte und wir machen einige Male dynamisch und dann bleiben statisch. Knie nach rechts, Blick nach links. Und Knie nach links, Blick nach rechts.
Und nächstes Mal, wenn die Knie nach rechts kommen, bleibt hier, hebt linke Fuß, beide Füße hoch, Knie bleiben übereinander, linke Schulter bleibt auf der Matte und entspannt den Körper. Andere Seite, jetzt beide Knie übereinander kommen nach links und der Blick nach rechts. Lasst die letzte Drehung euch entspannen. Kommt zur Mitte. Streckt die Beine nach vorne, bringt die Arme nah bei dem Körper, Handfläche zeigen nach oben, atmet tief ein, tief aus, spürt hinein, gibt es irgendwelche Veränderungen im Körper, im Geist? Merkt, wenn ja, merkt, wenn nein. Und entspannt das Gesicht. Entspannt den Scheitel, Hinterkopf, Nacken. Entspannt die Schulter, Ellbogen, Handgelenke und Finger. Merkt die kleine, kitzlige Gefühle in Finger. Lässt alle Verspannungen los von Wirbelsäule. Wir haben heute gut viel Platz geschafft zwischen Wirbeln. Jetzt können wir das mit unserer Aufmerksamkeit auffüllen. Entspann den Kreuz, das Becken. Entspann die Schlüsselbeine, Brust, Rippen und Bauch. Entspann die Hüftgelenke, Oberschenkel, Knie. Unterschenkel und Füße. Und spürt, wie das ganze Wesen ist jetzt ruhig, in Stille. Der Körper heilt sich, wenn wir ihn entspannen. Wir brauchen nichts tun, an nichts denken. Wir sind jetzt ein Raum, wo alles vorkommt, was vorkommen will.
Kommen wir langsam aus. Shavasana fängt an, tiefere Ein- und Ausatmungen zu machen. Bewege die Füße, die Hände. Streck die Arme über den Kopf. Streckt euch ausgiebig. Und kommt auf rechte Seite mit der linken Hand. Drückt euch hoch und kommt zum Sitzen in eine angenehme Sitzposition. Wächst über den Scheitel ein bisschen nach oben. Dankt euch selbst, dass ihr diese Zeit und Raum gefunden habt. Und öffnet bitte die Augen. Vielen Dank für heute Dasein. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und dass ihr auch im Alltag im Laufe der Zeit euch daran erinnern würde, die Wirbelsäule ausdehnen, die Haltung stolz haben, Schulterblätter zusammen haben und Lachen nicht vergessen. Schönen Tag noch, schöne Woche und auf Wiedersehen. Namaste.